liebe Zuschauer, muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen sind einzigartig hier in diesem Stadion. Der Rasen tipptopp, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke, das soll auch so bleiben im Verlauf dieser Partie. So hat es die Wetterprognose auch vorhergesagt. Dann hoffen wir auch mal, dass die Wetterprognose auch so stimmt von den jeweiligen Kollegen. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent und gleich werden wir zu den Aufstellungen kommen. Hier im Inneren der Veltins-Arena auf Schalke ist Königsblau Trumpf. Klar geht es jetzt um nicht viel, aber ein Spiel zwischen diesen beiden Top-Teams ist immer ein Genuss. Na klar ist das heute ein Spiel, bei dem die ganz große Spannung nicht da ist, weil es nicht um Titel geht, aber ich glaube, wer den Fußball liebt, der sagt, jo, diese Begegnung will ich auf jeden Fall sehen. Los geht's. Matija Nastasic. Versucht den Pass da durch die Gasse. Da flankt er den Ball. Weit raus aus dem Gefahrenbereich. Er bringt ihn. Da geht er alleine. So jagt man heute den Ball. Rudi. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Kolobrianka. Rudi. Rüber nach rechts. Mit Versuch mit dem Kopf. Ja, der war richtig. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Schlagen ihn raus. Priorität, so sieht es jedenfalls aus. Das Spiel breit machen. Sieht ganz so aus. Was ist der Sinn dahinter? Also ich kann mir vorstellen, dass er sich von diesem Spiel über die Flügel den größten Erfolg versprechen. Halt draußen ist ein bisschen weniger Druck. Da haben Spieler mehr Zeit und mehr Freiheit. Es sind Spieler, die damit was anfangen. Und nun Karim Bellarabi. Einfach mal Langholz. Über der Linie Einwurf. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Pass zu Volland. Versucht die Gasse zu finden. Und die Kugel von da steigt hier hoch. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Konoplyanka. Lars Bender. 0:0 bis hierhin. Sie haben nichts verpasst. Bleiben Sie aber jetzt dabei. Nicht zum Kühlschrank gehen. Bellarabi. Bellarabi macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Da ist die Möglichkeit. Rudi. Rudi.
super Ecke. Und wie er dann in der Luft steht und den Ball drückt, das ist Lehrbuch. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Komplett von vorne los. Das ist die Strafe. Das kommt davon, wenn man sich beim Jubeln vorausgabt. Pass zu Volland. Volland spielt den Ball nach rechts. Bellarabi hat heute nicht gerade viele Freiräume. Ja, sie sind sofort bei ihm, wenn er am Ball ist. Sie wissen, das ist ein Schlüsselspieler. Und den müssen wir, wenn es irgend geht, aus dem Spiel nehmen. Nun ab in die Kabine. Die ersten 45 Minuten sind vorbei. Wir haben zwei Tore gesehen und es hätten viel, viel mehr sein können. Was für ein Offensivfeuerwerk von beiden Seiten. Bitte weiter so. So, wir stehen bei 1:1 und wollen mal gucken, was die Partie noch vor uns bereithält. Die zweite Hälfte hat gerade begonnen. Zurück in dieses Spiel gefunden. Und wie? Und wie? Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Schöner kann man das nicht machen. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Caligiuri.
Bayer 04 Leverkusen. Hält hier irgendwie einen Sicherheitsabstand? Genau so sieht's aus. Ich habe den Eindruck, sie sagen dem Gegner, du kannst den Ball kontrollieren, du kannst das Spiel kontrollieren, aber nur da, wo es uns gefällt. Versucht es mit dem langen Schlag. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Sucht seinen Mitspieler. Kann jetzt wechseln. Das Spiel ist nämlich unterbrochen. Fußballphase, wenn sich das am Ende mal nicht rächt. Haut ihn weit raus.